Mai 2024. Endlich hatte sich eine passende Wetterlage eingestellt, bei der ich mir gute Chancen einräumte, einen lange gehegten Plan umzusetzen. Eine Alpenüberquerung vom südlichen Ende des Comersees bis zum nördlichen Alpenrand. Nach 2 Stunden Aufstieg bin ich schließlich an meinem Startplatz angekommen und starte um 1:45. In meinem Rucksack habe ich alles dabei, um die nächsten 3 bis 4 Tage autark unterwegs sein zu können. Die Schwierigkeit dieses ersten Abschnitts sind die wenigen Landemöglichkeiten, daher versuche ich, möglichst hoch zu fliegen. Nördlich der Seen wird die Landschaft alpiner. Ich nähere mich langsam dem Alpenhauptkamm. Die Überquerung des Alpenhauptkamms ist immer wieder ein ganz besonderer Moment. Diese höchsten Berge der Alpen sind oft eine Wetterscheide und deren Überflug damit eine Herausforderung für sich. Der San Bernardino Pass ist damit die Schlüsselstelle meiner gesamten Tour. Nur wenn es mir gelingen sollte, heute auf die Alpen-Nordseite zurückzukommen, kann ich auch die nächsten Tage auf gutes Flugwetter hoffen. Der Pass ist überwunden. Die Gleitstrecke bis zur ersten Thermikwolke auf der anderen Seite wird trotzdem fast 10 Kilometer betragen. Die Landschaft ist sensationell. Wilder und ursprünglicher kann man die Alpen wohl kaum erleben. Als ich nur 200 Meter über diesem Hochtal schließlich eine Thermik finde, die mich zurück auf über 3000 Meter bringt, sind die Glücksgefühle vor dieser Kulisse unbeschreiblich. Für eine Übernachtung auf dem Berg hat es hier leider noch viel zu viel Schnee und so lande ich gegen 19 Uhr am Ortsrand von Davos. Mein Tagesziel für heute habe ich erreicht. Nach einem kurzen Aufstieg finde ich schließlich auch noch einen Übernachtungsplatz unterhalb der Schneegrenze. Aufgrund der großen Restschneemengen entscheide ich mich für den Aufstieg in das Skigebiet Matrisa, in der Hoffnung auf etwas kompakteren Schnee auf den ehemaligen Skipisten. Trotzdem sinke ich teils bis zum Oberschenkel im weichen Schnee ein. Das Schlimmste jedoch, durch die herabfließende Kaltluft herrscht überall Rückenwind und ein Start scheint unmöglich zu sein. Schließlich entdecke ich weiter oben eine kleine Kuppe. Der Plan ist, Start gegen den Berg und dann mit einer direkten 180-Grad-Kurve wieder weg vom Hang. Die Mulde unter mir ist voll mit weichem Schnee, somit ist das Risiko überschaubar. Mit knapp 2 Metern Bodenabstand gelingt das Manöver schließlich und ich bin um 11.30 Uhr endlich in der Luft. Die Bedingungen sind sehr gut, die Basis bei 3000 Metern. Ich fliege Richtung Norden, ehe dann die erste spannende Stelle kommt. Die Passüberquerung vom Montafon ins Paznauntal. Die 8 Kilometer hinter dem Pass sind sehr turbulent und die Thermik windzerrissen. Erst bei Ischgl finde ich schließlich einen Aufwind, der mich wieder nach oben bringt.
Als ich das Inntal erreiche, zeichnet sich ab, dass ich bereits heute Nachmittag mein Ziel erreichen könnte. Aber eigentlich will ich das noch gar nicht und so entscheide ich mich für eine Extraschleife nach Südtirol. Nachdem ich das Pitz- und Ötztal durchflogen habe, überquere ich erneut den Alpenhauptkamm über den fast 2500 Meter hohen Grenzpass zwischen Österreich und Italien. Der Nordwind hat deutlich zugenommen und so beschließe ich, den Tag zu beenden. Ich lande an den Hängen des Sounds in 2100 Metern. Der Abend klingt mit Blick auf die Lichter von Sterzing aus. Nachts dann die große Überraschung, ein rötlicher Himmel über meinem Zelt. Erst am nächsten Morgen erfahre ich, dass es sich dabei um Nordlichter gehandelt hat. Die Nacht war kalt und mein Zelt ist dick vereist, als ich aufwache. Sebastian Huber war gestern Abend im Tal unter mir gelandet und wie es der Zufall so wollte, stellte sich heraus, dass er die Nacht auf dem Berg gegenüber verbracht hatte. Wir telefonieren kurz und verabreden uns in der Luft für einen gemeinsamen Rückflug zum Tegernsee. Der Nordwind ist immer noch deutlich spürbar und so fiel die Entscheidung gegen das Pfitscherjoch und es geht erst einmal Richtung Brenner. Der Nordwind hat sich gelegt und ich gleite aus 3600 Metern an Olperer vorbei ins Zillertal. Da wir uns beim Abflug dann doch verpasst hatten, war die Freude umso größer, als ich Sebastian schließlich im Zillertal wieder traf und wir die letzten 60 Kilometer zusammenfliegen konnten. Die Inntalquerung gelingt heute trotz Luftraumbeschränkungen problemlos und das Ziel kommt langsam in Sichtweite. Nach fast 400 Kilometern und über 17 Stunden Flugzeit liegt schließlich der Tegernsee unter mir. Ein großartiges Abenteuer geht dem Ende entgegen und ich lande am Nordufer des Sees. Auf die Frage eines Touristen, ob ich denn tatsächlich vom 10 Kilometer entfernten Wallberg bis hierher geflogen wäre, konnte ich mir dann ein Grinsen nicht mehr verkneifen.